Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cattle and Crops. Es hat einen, ja, Bugfix gegeben, offensichtlich, oder so habe ich es gelesen. Und wir wollen uns mal anschauen, was dieser Bugfix gebracht hat. Irgendwie steht mir hier mein Aschenbecher im Wege. Mensch, 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 ich muss aufräumen. So, wir hatten gesagt, was war denn uns aufgefallen? Die KI hat komplett gefehlt. Da ist wieder einer. Auf dem Sonntags auch so. Texturen haben gefehlt. Die sind tatsächlich wieder da. Das sieht wieder alles sehr schick aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir mal ein bisschen schneller laufen können, weil wir müssten. Ach nee, wir machen das einfach über den Tab. Tab. Das werde ich auch nie begreifen, was das jetzt. So. Das mit der Karte stört mich. Warum kann ich nicht M drücken und dann habe ich die Karte? Das war doch noch nie so kompliziert, oder? Farmsilo Mais ist drin, das hat er begriffen. Wie sieht es mit dem Fuhrpark aus? Mein Fuhrpark ist nach wie vor leer. 30 von 50 Maschinen habe ich angeblich. Die Frage ist natürlich, wo sind die? Mit der Karte, das nervt mich ganz gewaltig, dass man da immer über dieses Ding hier gehen muss. Das kann es doch aber auch nicht sein, oder? Hier scheint unser Bauernhof zu sein, oder? Wir sind hier. Ich glaube, hier ist unser Hof. Und hier wollen wir hinlaufen. So, Escape. Also da muss ich mir noch mal genau die Einstellung dann angucken. So, der Hof ist dann gleich irgendwo links rum, oder? Ah, so richtig schön joggen hier. Also KI ist wieder im Start. Ich meine, die wäre beim letzten Mal auch nicht da gewesen. Also dieser Bugfix hat nicht alle Fehler behoben. Man kann es weiterhin in dem Sinne auf der eigenen Map nicht spielen. Das ist schade. Da habt ihr echt was kaputt repariert, ne? Mein Gott, ist das anstrengend. Und diese Hitze hier. Wie viel Grad haben wir denn überhaupt? Wetter 11:07 Uhr. Sonne 2, nebelig. Ja. Keine Ahnung, mir ist zu warm. Naja, halten die an? Nö, natürlich nicht. So, ich laufe hier quer über die Wiese. Wir sind ja kein Auto, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir genau hin müssen. Da noch gerade rüber. Okay. Ja, wo auch sonst hin? Ach ja, so ein bisschen joggen am Morgen. Hier rennen wir mal quer über den Acker. Nee, das ist dann in dem Moment schon enttäuschend, wenn man das also bislang spielen konnte. Jetzt haben sie da irgendwo so ein dermaßen Bug drin, dass nichts mehr geht. Finde ich nicht gerade gut. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ich müsste es nachgucken, wann das erste Video Cattle and Crops entstanden ist. Denn kurz davor habe ich mir das ja gekauft, logischerweise. Also da ist nicht viel Abstand zwischen. Ich meine, ich bin kein Spieleentwickler, aber ich finde, es ist relativ wenig passiert in der Zeit. Ja, wir haben Trecker, wir haben Deutz, wir haben die, wie heißen die, Clarion. Aber ja, den Maishäcksler, wir haben Anhänger.
Aber es fehlt noch so vieles. Mähwerke. Jetzt haben wir endlich mal einen Mähdrescher drin, den man im Prinzip nicht wirklich testen kann. In der Tech-Demo ist er drin, aber. Ist es schon 2 Jahre? Nee, ich bin letztes Jahr Oktober davor, dass. Das ist schon eine ganze Weile auf. Oh, wir sind ja schon auf dem Hof. Ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Wenn ich hier sehe, dass unsere Maschinen immer noch weg sind. Ah, es wurde dick mit einem Update geprahlt. Weiß ich nicht, Leute, es kommt der Landwirtschaftssimulator 19. Man, ich bereue es nicht, das Geld dafür ausgegeben zu haben, aber das, was da kommt, das ist echt mager. Das ist wirklich mager. Vor allem hier die Karte. Ja, da unten ist zwar eine Karte, aber darüber kannst du keine Navi machen. Wieso muss ich erst hier auf diesen komplizierten Wege und suchen und machen und tun, um hier auf eine Karte zu kommen? Das ist doch Käse, ist das doch. Nee, also ich muss sagen, inzwischen bin ich ja nicht sauer, aber ich bin enttäuscht, ganz ehrlich. Und wir gucken uns den Fuhrpark mal an. Wir haben hier diese Schaufel. 3 Stück gibt es davon. Da ist irgendwie ein Anhänger für ein Mähwerk. Dann haben wir hier unsere beiden Glasschlepper. Den Frontlader. Den Jaguar. Den Orbis für das Mähwerk. Mähdrescher, das Schneidwerk. Dann haben wir hier das zum Düngen. Deutschschlepper, verschiedene Gewichte, die Sämaschine, Hammer Seed Unit, Corn Seed Unit, Hammer Corn King. Gut. Was ist das für ein Ding? Kann ich das alleine fahren oder gehört das auch da dran oder wie auch immer? Dann habe ich natürlich hier diese Anhänger, Harve und Joskin, den Betimax zum Tiere transportieren, dann hier die Egge nenne ich es mal, unter dem Namen habe ich es kennengelernt. Was ist das für ein Ding? Auswurfrohrlänge. Was ist denn das? Ist das ein Mähwerk oder was soll das darstellen? Wäre schön, wenn sowas drüber stehen würde. Ich meine, wer sich damit richtig gut auskennt, ja, der weiß, was es ist. Aber hier wäre es auch nice. Egge, keine Ahnung, Mähwerk, Pflug. Könnte man hier mit reinpacken oder die technischen Daten. Meine Mercedes-Benz Truck, ja, das sieht man. Das scheint eine Stoßstange oder sowas zu sein. Güllefass. Aber alles in allem staunt man. Also ich jetzt persönlich, wo ich jetzt kein Landwirt bin, ich wüsste jetzt zum Beispiel mit diesen einzelnen Anhängern so in der Form nichts anzufangen. Ich würde alles Mögliche reinpacken. Dass man vielleicht mal bezeichnet, für was die Dinge eigentlich gut sind. Und hier steht nun Silage- und Reisschaufel bei. So. Hier, ja, man sieht es, okay, nichtsdestotrotz. Ja, ein bisschen enttäuschend, was da passiert im Moment. Aber was will man machen? Das ist schade. Schade, 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 schade. Ich meine, gut, es sind jetzt Sachen gefixt, aber nichtsdestotrotz, mein gesamter Fuhrpark ist weiterhin verschwunden, der Hof ist geleckt wie sonst was. Alles leer wie am Anfang. Können wir Folgendes versuchen vielleicht? Und zwar müssen den Spielstand ja nicht starten. Wenn wir zum Händler gehen und wir sagen,
Wir kaufen uns jetzt das Ding hier. 345.000. Haben wir die Kohle? Wir haben sie natürlich nicht. Ich will mir den kaufen. Dann kaufe ich mir jetzt den hier. So. Jetzt ist Gänsestille. Und? C war der Kameramodus. Ach, mit Y. So, jetzt haben wir wieder einen Träger. Frage ist natürlich, wie lange? Und ich habe auch keinen Bock, das alles neu zu kaufen. Wir hatten ja so viel Fuhrpark. Wo ist das alles zum Henker? Okay, mit der Frage beschäftige ich mich dann später. War nur ein kurzes Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und sage erstmal ciao, ciao, bis demnächst in diesem Theater.